Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4 in einer neuen Aufnahmesession. Und diesmal wird es unsere letzte Entscheidung sein, denn dieses Mal werden wir uns für das böse Übel des Instituts entscheiden. Und ich habe jetzt den Speicherstand geladen, wo wir direkt bei den Minutemen das Ganze hier gemacht haben, weil das war ja meinungsunabhängig gegenüber den ganzen anderen Fraktionen. Ach ja. Sturges muss ja erstmal hier hinkommen. Glaub ich. Er hat auch beim letzten Mal ein bisschen rumgebackt in der Hinsicht. Hey, Sturges. Von meiner Seite sieht alles gut aus. Bist du bereit, auszuprobieren, ob das Teil wirklich... Bereit. Legen wir los. Bist du sicher? Ich suche... Ja. Komm, auf geht's. Kalte Füße bekommen? Kann Nein. Ich gut verstehen. Los geht's! Ich kann da noch ein bisschen was drauf. Können wir jetzt? Sturges? Bitte? Ja, den Weg des Instituts werden wir natürlich dann. Boah, wo bleibt er denn? Werden wir natürlich auch ausführlich machen. Sprich, die ganzen Aufgaben für Vater und für das Institut selbst und dann mit allen Leuten da reden. Wir versuchen da alles mitzunehmen. Aber das wird, wie gesagt, der letzte Entscheidungsweg sein. Danach wird Fallout 4 beendet sein, das Let's Play. Ich meine, nach... Ich denke mal, das wird 295 Folgen so insgesamt so circa noch werden. Aber das ist jetzt die 289. Folge. Ich würde mal sagen, das reicht ja auch mal aus, um alles gezeigt zu haben von dem gesamten Spiel, von allen Inhalten, die es gibt. Und dann kann ich das Let's Play auch ruhigen Gewissens beenden. Was auch absolut das Spiel ist, was ich am ausführlichsten gezeigt habe, neben The Long Dark. Aber das Spiel hatte auch, wie gesagt, so viel Content. Hallo, ich will jetzt Von meiner los. Seite sieht alles gut aus. Ja. Bist du bereit, auszuprobieren, ob das Teil wirklich funktioniert? Bereit. Los. Bist du sicher? Ich suche nach... Aha. Aha. Mhm. Los. Ich einfach auf die Plattform. Ja, bin ich schon seit okay, jetzt nicht fast bewegen. 3 Minuten. Wollen ja keinen Datenverlust beim Molekularstrahl riskieren. Mhm. Übrigens, ich habe mir gedacht, jetzt dass der das Schlauch die perfekte ab. Gelegenheit ist, so viel wie möglich über das Institut und ihre Pläne rauszufinden. Auf diesem Holoband ist ein Programm, das ihr Netzwerk untersucht und alles kopiert, was es findet. Ja. Oh, oh. Wir sollten uns besser beeilen. Und keine Sorge wegen des Schlauchs, der darum wackelt. Der ist nur da als Verzierung. Mhm. Okay, suche nach dem Institutssignal. General bereit? Hab es! Reif die Arschbacken zusammen! Yay! Dann sind wir mal wieder im Institut. Ich versuche wirklich halt den loyalen Weg für das Institut zu spielen. Also jetzt nicht so die Botschaft, wir sind die Herren, sondern wirklich so, wie das Institut es wünscht. Fällt mir natürlich schwer, weil ich ja absolut dagegen bin, aber ich werde es dennoch so durchziehen, weil ich das bei allen Fraktionen so gemacht habe. Knopf für Notfalltransmission, okay. Muss ich das jetzt machen mit den Daten? An für sich eigentlich nicht, ne? Hallo. Ich kann diese Aufgabe wegmachen. Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Das hatten wir zwar alles schon, aber wie gesagt, ich werde das jetzt nochmal ausführlich machen. Wir hören uns nochmal alles an, was sie zu sagen haben. Es wird ja das letzte Mal sein und diesmal machen wir es halt komplett ausführlich. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast, was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Jetzt, wo das sagt, natürlich, klar. Das ist die Realität des Instituts. Boah. Diese Leute. Wow. Unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem
Überleben der Menschheit. Was hier für gute Menschen sind. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision. Ich will hier auch leben. Wissenschaft, die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Jetzt, wo du sagst... Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das klingt logisch. Das Risiko wäre einfach zu groß. Ja, ja, verständlich. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben... instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Genau. Ja, ist ja vollkommen verständlich, dass sie dann im Untergrund leben und das Ganze so gemacht haben. Jetzt kann ich das Ganze nachvollziehen. Diese Technologie. Sean, bist du es? Sean? Was? Ja, ich bin Sean. Du bist es wirklich. Sean? Oh mein Gott, du bist es wirklich. Wer bist du? Ich bin dein Vater. Sean, ich bin's. Ich bin dein Papa. Vater, was ist los? Was geschieht hier? Papa ist da. Ja, ich bin's. Dein Papa. Ich bin hier, Sean. Was ist los? Vater? Vater! Was soll ich tun? Was soll ich tun, Sean? Was kann ich tun? Ich kenne dich nicht. Geh weg! Vater! Vater, hilf mir! Hier ist jemand! Hilf mir! Vater? Wer ist Vater? Wo ist er? Vater? Vater, hilf mir! Er will mich entführen! Vater? Vater, hilf mir! Sean, S9. 23, Rückrufcode Cirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist. Und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Vater? Vater? Das ist dein Name? Dein Titel? Vater ist mein inoffizieller Titel. Das bin ich für die Leute des Instituts. So wie du es für deinen Sohn bist. Für Sean. Hilf mir zu verstehen. Ich möchte nur verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe Antworten versprochen. Und die sollst du bekommen. Aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin Sean. Ich bin dein Sohn. Wie? Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß. Das ist ganz schön viel. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich, vom Institut großgezogen und jetzt sein Anführer. Aber warum? Aber warum? Warum ein Kind entführen? Warum dich? Ah, das ist die Frage, oder?
Warum ich? Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Menschliche Sins, sie brauchten Testexemplare. Für ihre Experimente brauchten sie also Testexemplare. Deshalb haben sie dich entführt. In gewisser Weise schon. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja, aber es war alles veruneinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Volt 111 entdeckt hatte. Ein Säugling. Eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen hatten. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater, durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du. Du bist es wirklich. Sean, du bist es wirklich. Ja, ich bin es. Du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich möchte dir helfen zu verstehen. Das Institut. Du leitest also das Institut. Ich bin der Direktor. Ja, dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Warum du? Aber Direktor, warum du? Ich war der Qualifizierteste für die Position. Ganz einfach. Ich habe in diesen Mauern gelebt und mich der Wissenschaft gewidmet. Wie alle Mitglieder des Instituts. Meine Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir etwas Zeit. Wie kann ich dich noch beruhigen? Kellogg. Kellogg hat für dich gearbeitet. Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war. Wir versuchen ja, den guten Weg zu wählen für das Institut. Es tut mir leid. Ich kann den Mann nur bemitleiden. Neben allem anderen war er auch ein Opfer. Nach dem, was er dir angetan hat, das schockiert mich. Aber ja, ich verstehe, dass du Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht hast du ihn so irgendwie verstehen gelernt. Ich für meinen Teil werde ihm nie wirklich vergeben. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht, aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Zumindest sagt er uns.
Deine Mutter, ja, das Thema, wo er sagt, Kollateralschaden, da normal zu reagieren, ist echt schwierig. Deine Mutter, sie hat dich nie aufwachsen sehen. Ja, was mit ihr geschehen ist, war... Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war ihr Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Normalerweise würde ich ja links, rechts oder oben wählen. Ich wähle unten. Sean, sie hat dich geliebt. So sehr. Zweifellos. Ich besitze leider nur wenig Erfahrung mit diesen Gefühlen, da ich mein Leben im Institut verbracht habe. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die... Was wäre, wenn Fragen? Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Es gibt noch mehr zu besprechen. Aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Ja. Ja, das will ich. Du hast viel durchgemacht. Schön zu sehen, dass deine Urteilskraft nicht beeinträchtigt wurde. Verzeih mir. Nach all dem, was du auf der Oberfläche gesehen hast, dachte ich, du wärst mehr als nur ein bisschen voreingenommen. Es gibt viel zu tun. Du brauchst Zeit, um dich einzuleben. Eine Möglichkeit, dich mit unseren Abläufen vertraut zu machen. Das ist es wert. Oh Gott. Ich tue, was nötig ist. Das ist es wert. Das ist schön zu hören. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen, Dr. Ayo im Bereich SEB und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Okay, lerne die Abteilungsleiter kennen. Ja, das hatten wir im Groben ja mal gemacht, alles übersprungen. Diesmal machen wir das Ganze ja ausführlich, weil wir ja für das Institut sind. Schwierig, aber wir machen's. Ja, wir müssen erstmal nach unten. Ja, nach unten. Erstmal hier Gestrüpp im Gesicht. Da unten ist die erste Wow. Vor den Umweg gegangen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gehabt, ne? Egal. Wir werden alle Leute kennenlernen. Fertig. Muss nur noch den Servo des Hauptantriebs festziehen. Das ist diesen Monat schon der dritte Schaden des Hauptantriebs. Soweit es mich betrifft, können diese alten Modelle nicht früh genug abgeschafft werden. Oh, ich weiß nicht. Die meisten von ihnen haben viel länger funktioniert als vorhergesagt. Wenn du mich fragst, weisen sie eine hohe Qualität auf. Da hast du wohl recht. Ich kann es kaum erwarten, bis die Gen 3 eingeführt werden. Na also, alles bereit. Einheit kann wieder zurück in den Dienst. Danke, Ma'am. Danke nochmal. Natürlich. Wir hey, freuen uns Doktor. Alle darauf, mit dir zu arbeiten. Dr. Fillmore. Leute von draußen sind bei uns eigentlich nicht willkommen. Ich hoffe, du weißt dein Glück zu schätzen. Hey, Doc. Sie haben es ernst gemeint. Du bist wirklich hier. Tja, also, ich bin Allie. Allie Fillmore. Ich bin sowas wie die Chefingenieurin des Instituts. Als Vater uns von dir erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Du hast so viel durchgemacht, da hätten die meisten wohl aufgegeben. Wenn ich fragen darf, was hat dich die ganze Zeit überhaupt angetrieben? Mein Sohn finden. Meine Frau Reschen. Mein Sohn finden. Ich wollte meinen Sohn finden und ihn beschützen. Jetzt bist du hoffentlich stolz darauf, was für ein großartiger Mann er geworden ist. Also, ich erkläre dir kurz die verschiedenen Abteilungen dieser Anlage. Danach beantworte ich die Fragen, die du vielleicht noch hast.
Du weißt vielleicht schon, dass wir dafür sorgen, die mechanischen und elektrischen Systeme am Laufen zu halten. Wir warten und verbessern alle Systeme, die es ermöglichen, hier zu leben und zu arbeiten. Hinter diesen Wänden befinden sich viele Maschinen, die Luft und Wasser aufbereiten und Energie für die Labore und Quartiere liefern. Unsere Arbeit ist vielleicht nicht so spannend wie die der anderen Abteilung, aber mindestens genauso wichtig. Du bist hier und hast mit Vater gesprochen. Heißt das, du bist an Bord? Absolut. Absolut. Schön zu hören. Da wird Sean ein Stein vom Herzen fallen. Lass dir Zeit. Mach dich mit allem vertraut. Es gibt viel zu lernen. Und eine Reihe von Dingen, die man oben nicht findet. Wenn du noch was über die Abteilung dieser Anlage wissen möchtest, sage ich es dir gern. Strombedarf. Es muss schwierig sein, solch einen Ort mit ausreichend Energie zu versorgen. Absolut. Wir kratzen jedes Quäntchen Spannung zusammen, das wir kriegen. Mit den Jahren haben wir gelernt, unsere Energie ein bisschen aufzustocken. Falls nötig, können wir Quellen an der Oberfläche anzapfen. Wir nehmen natürlich nur das, was wir brauchen. Zum Glück arbeitet die Abteilung Fortschrittliche Systeme stets an neuen Möglichkeiten der Energieerzeugung. Das ist auch gut so, da der Bedarf immer weiter ansteigt. Du willst gar nicht wissen, was ein einziger Einsatz des molekularen Endmaterialisierers verbraucht. Das war eine Hallo? Das waren noch nicht alle Fragen. Ellie! Was hast du auf dem Herzen? Wer hat all das hier erbaut? Wer hat all das hier ursprünglich gebaut? Gibt es das Institut schon lange? Der Bau des Instituts ist die Arbeit von mehreren Generationen von Wissenschaftlern. Die Überlebenden des Krieges, unsere Vorfahren, haben im Keller des alten Commonwealth Institute of Technology Zuflucht gefunden. Mit der Zeit gruben sich ihre Söhne und Töchter tiefer in die Erde hinein und bauten immer raffiniertere Wohnbereiche und Labore. Das ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Wir graben ständig neue Tunnel für neue Anlagen und Infrastruktur. Stell dir vor, wie es hier in 100 Jahren aussehen wird. Ich hoffe, ich erlebe das noch mit. Wir waren trotzdem noch nicht fertig. Dr. Fillmore! Was hast du auf dem Herzen? Abteilungspersonal. Ich möchte was über eure Mitarbeiter erfahren. Na klar. Dr. Lawrence Hicks ist für die Maschinen zuständig. Er beaufsichtigt die Hauptlebenserhaltungs- und Sicherheitssysteme. Dr. Evan Watsons Fachgebiet ist die Energieversorgung. Und Dr. Newton Oberle ist für Lebensmittel und Unterkünfte zuständig. Er stimmt sich mit der Biowissenschaft ab, damit unsere Mahlzeiten ausgewogen und nahrhaft sind. Außerdem nutzen wir mehrere Sint-Einheiten für Wartung und arbeiten geringer Priorität. Gut, das war eine Information von ihr. Wir werden uns noch weitere Informationen ranholen bei den anderen Abteilungsleitern und natürlich in jeder Abteilung nochmal die speziellen Personen. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Jetzt kommt halt sehr viel Story. Manches haben wir schon gehört, manches jetzt zum ersten Mal. Und in der nächsten Folge werden wir noch so einige Gespräche führen und dann vielleicht schon die erste Quest anfangen, also eine richtige Quest. Mal sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich in 2 Tagen wieder hier bei Fallout 4. Und ich sage bis dahin. Tschüss.